Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, gerade eben in Thüringen, Version 3.1.01. Kleine Planänderung, zwecks Arbeit. Ich brauche Hackschnitzel auf dem Marsch. Das heißt, ich werde hier mal anfangen. Die globale Magnetik hier nicht aktiviert. Gut, dann fahre ich erstmal ins Lager rein. Und nicht tragisch. Jedenfalls geht es darum, dass mein Wald entsprechend was abholzen will, ne? Den schicke ich mal zum Hof 3. Hof 3. Ja, Müll abholen, ne? Hat keinen Weg gefunden. Also diese liefern, ne? Gut. Ich überlege, ob ich da zwei Fahrzeuge nehme. Ja, wir haben zwei Fahrzeuge nehmen. Nehmen wir noch die hinteren. Während einen Traktor werde ich mit der Fräse arbeiten und zwei werden wahrscheinlich fahren. Mega Silo mit 1 nicht, 3. Nachbar vorbei, geht nicht. Geht mir darum, dass wenn die Fahrzeuge da sind. Ich wollte nicht umspringen. So, fahren wir ein Stückchen weiter aus dem Bereich raus. So. Das hat er früher nicht gemacht, aber das ist mir nie aufgefallen. Das Programm meine ich jetzt, ne? Wir fahren ein Stückchen weiter, dass wir in dem Traktor sind. So, nicht zu weit, das ist mein Drescher. Gut. Es waren zwei Fahrzeuge im Hof. Dann hatte ich noch ein Fahrzeug. Kieswerk oder Kalkwerk. Gehabt. Oder hier, Baumarkt. Da hat man letzte Woche geschaut. Es geht hier wegen Beton und so ein Zeug. Verkaufen. Das mache ich dann, wenn ich das mache, höchstens im Winter. Ne? Wir fahren jetzt zum Händler. Ich habe da eine neue Fräse mir besorgt. Sag mal so. Ich will die mal hier testen. Und zwar ist die Fräse aus der Karte Country PV oder so. Ne? Da gibt es so ein Modpack. Und da habe ich das Ding entdeckt. Genauso aus wie unsere Fräse auch. Frag mich nicht, was eine andere Funktion hat. Jedenfalls ist das eine andere Version von mir. Und das würde ich hier mal testen. Also erstmal Händler fahren und dann zum Wald. Ne? Dann werde ich noch da im Wald kurz einen Kurs einfahren, also anschließen, dass die da entsprechend zum Lager fahren und da abkippen. Gut, globalen Markt habe ich jetzt nicht gestartet. Ja, selbst schuld. Ist dann halt mal so, ne? Muss ich das nächste Mal halt Zeug vom Lager. Mensch, ins Lager passt überhaupt rein in Lager. Ich habe ja nur Standardlager genommen, ne? Also Getreide und so, ne? Könnte sein, nicht passt. Wenn nicht passt. Dann muss ich nochmal umdenken und kurz Spiel speichern und ja, den globalen Markt starten. Ist ja halt mal so, ne? So, machen wir blind Platz und kriegt mal einen Zahn zu. Hier scheint warm zu sein, ne? 17 Grad. So, leicht bekleidet. Angenehm zu sehen, ne? So, da, ne, da ist. Wo sind wir jetzt? 65, 66? Ach, hier. Ja, ich weiß Bescheid. Ja, ich glaube, düngen müssten wir auch noch, ne? Wenn es ging. Ich will mal ganz kurz reinschauen. Ne, ob das schon gedüngt wurde.
Mal gucken. Zwar Wachstum. Gedüngt. Glaube, das ging noch nicht. Nee, es geht noch nicht. Doch, 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 es geht. Doch, es geht. Kursgenerierung. Computer arbeitet. Oh. 82 Grad, geht hoch wieder um 68. Geht schon komisch. Und natürlich zurückfahren, ne? Auf geht's, Junge, auf geht's. Und wir gehen jetzt zum Traktor zurück hier. Ne, das ist ein Phönix. Unser Phönix war ja Dings hier. Da ist er. Ja, mal heiß, mal nicht heiß. Aber ist halt so, ne? Kann man sehen. Hackschnitzel, wenn wir da nicht reinkriegen im Lager. Glaube ich nicht. Hauptlager muss ich testen. Das heißt, das ist eine blöde Anredung, blöde Angewohnheit jetzt. Also, das bedeutet, dass ich da hinfahren werde und selber abkippen möchte. Das heißt, es ist blöd. Das ist eine ganz. Weiß ja nicht, wo das gute Vehikel gehört habe. Also, das muss ich irgendwo gehört haben. Ich finde das irgendwie blöd, aber es bedeutet mehr oder weniger, ne? Dass wir das so machen, testen müssen. So. Da sind wir. Die beiden Dinger sind auch umsonst. So, mal gucken, wo wir das Ding finden, ne? Da auf jeden Fall. Forsttechnik, würde ich meinen. Forstmaschinen. Müssten ja zwei sein. Oder habe ich nur einen? Einen habe ich. Wo könnte er sein? Bei Lizard. Lizard ist ja hier die. Wo es keine Lizenz gibt. Hierbei? Ach. Kartoffelpalette. Kann man kaufen. Aha. Pferdeheu. Pferdesilage. Ich zum ersten Mal, aber gut. Aber jetzt Lizard sehe ich nicht bei. Wir müssen trotzdem schauen. Denn das gute Stück haben wir ja schon, da brauchen wir nicht kaufen. Mal gucken woanders. Schiebeschilder? Unwahrscheinlich, ne? Ja. Könnte es nicht sein normalerweise. Ladebank auch nicht. Tierhaltung, Frontlader vielleicht. Wir müssen mal, ne? Wo hat er das mit reingelegt? All mögliche Zeug. Die Fräse meine ich nicht. Oder es hat nur jetzt doppelt. Ich hab's nicht aktiviert. So, was haben wir an Zeit?
9 Minuten. Also ich habe ihn nicht aktiviert, also können wir es auch nicht finden. Dann muss ich mal gleich kurz gucken. Als erstes mal hier die Sachen hier verkaufen, ne? Das Garagegalben auf jeden Fall. Das Garage. Die können weg. Die brauche ich deswegen nicht, weil... das anders gelöst habe. Mit Autoload. So, zurück, zurück. Dann werde ich mal ganz kurz gucken, dass wir da... es geht. Es ärgert mich, der Prinz, dass wir da nochmal starten müssen, vielleicht. Zu BGH. Zwar... auffüllen. Mit Pferdegas. Das muss ja jeden Tag gemacht werden, ne? So viel haben wir auch nicht mehr. Aber Pferdegras, die gutes Geld. Sehr, sehr gutes Geld. Aber Klee und Luzerne geht auch. Verdient ungefähr 200.000 weniger. Nachdem jetzt immer ausgelassen ist, ist in dem Fall nicht der Fall. Ich schaffe einfach nicht. So. Ist halt so, ne? So, jetzt gehen wir rüber auf Feld Hof 1, 3. Jo. Gleich richtige Fahrzeug. Wenn wir gleich mal diese Ballen reinboxieren, dass wir die Luzerne die wollte mal den Anhänger probieren, Autoload, klappt ganz gut, aber der Traktor ist nicht so groß, also sobald wir beflügen müssen, muss ich tauschen, da geht auch ein kleiner Anhänger und wir haben auch fast alles verarbeitet hier an Zerne und Klee. Jetzt sind nur noch Restpunkte, ne? Nicht mal die. Die kriegen wir auch noch weg. Die kleben an der Wand. Ich wollte gerade lose fahren, also anstoßen. Gut, alle weg. Und jetzt gleich in den BGH rein. Dann so, 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 so. Ist ja voll, da können wir um. Was wollte ich? Achso, Stroh. Ich überlege gerade, was ich mit denen gemacht. Das ist hier normale Grassilage. Könnt ihr auch reintun, aber erstmal das gute Zeug, ne? Oder wollte ich die probieren beim Kuhstall, dass das beste Futter dabei rauskommt? Das glaube ich auch gar nicht schlecht, ne? Wenn irgendwie ein Eindruck, die Kühe geben weniger Milch, seitdem ich da das andere Zeug habe, ne? So, Stroh ist voll. Staunigerweise geht bei Silage nicht rein, sondern bei Stroh. Muss ich schauen. Ist aktuell nicht so weit. Milch ist auch nicht so weit. Ne? Dann muss ich die anderen beiden Traktoren. Den muss ich wegfahren. Kann sein, dass mich stören. Also beim Abfahren der... kann ich hier mal reinstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Stroh wichtig ist für mehr Milch. Ich möchte ungern auf die Milch verzichten. Wisst ihr, seid doch ja...
Dann mal beiseite. Ja, ist noch lange nicht reif, unsere Sonnenblumen. Ja, das Förderband ist kontraproduktiv, sagen wir so, ne? Ist nicht so ideal. Gut, den kann ich eh gleich schnappen. Mehl Richtung Wald fahren, ne? Denn sobald wir das vorbereitet haben, dann kann ich auch den globalen Markt aktivieren. Und dann ist es auch mit Lager nicht probieren. Gut. Beliefern, ne? Macht aber nichts. Geht darum, dass er hierher fährt, ne? Also zwei wollte ich auf jeden Fall haben. Abfahrer. Dann hat es genug Auslastung dann vorhanden. Und zwar hier im Wald. Da ist zwar eine Fräse, aber wie gesagt, ich wollte mal die andere probieren, ne? Ob das besser ist. Oder ob es gleich ist. So. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heutige Folge gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Kommt mir gerade so ein, die Folge ist ja am Sonntag. Ja, morgen geht es hier weiter, hier bei LS19, gerade in Thüringen, mit, wie gesagt, Holzfräsen. Und nebenbei die Stumpen gleich wegmachen. Und dann sehen wir weiter. Und dann hier vielleicht noch irgendwann Bäume fällen. Mal schauen, weil aktuell ist unser Getreide noch nicht reif. Leider. Vielleicht morgen. Und dann geht das mit der Ernte los. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Tschüss.